Und herzlich willkommen zu Big Bang Empire. Und zwar vorab zu sagen, ist ganz, ganz wichtig: jeder, der keine 16 Jahre ist, ich sage es euch, es ist mit Altersbeschränkungen, es ist ein Erotikspiel. Ich weiß, ihr sagt jetzt, wow, cool, toll und so, aber bitte bedenkt es und wir starten einfach mal. Ich bin natürlich weiblich, das ist doch ganz klar. Kopf, Kopf, Kopf. Oh, nee, ja. Frisur. Kann man nicht angucken, genau. Nee, nur von vorn. Okay. Okay. Gar keine Haare ist auch nicht schlecht. Ja, mhm. Ja, die sieht schon ganz gut aus. Nehmen wir mal dunkel. Augen. Glubschi-Augen, ja, das ist gut. Augenbrauen. Oh, ja, passen. Accessoires. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da nehmen soll. Nehmen wir sowas einfach mal. Nase. Jo, lass mal sowas. Mund. Ja, das ist okay. Kommt irgendwie bekannt aus irgendwas. Hautfarbe. Nehmen wir leicht gebräunt, nehmen wir mal, denke ich. Sollte so. Wir können auf 4 verschiedenen deutschen Servern anscheinend. Wir gehen auf 4 weiter. Name. Aber natürlich Juna LP. Wiedererkennungswert. Ihr kennt das alles. Bla bla bla. So. Wir sind Stufe 1. Boah. Das war laut. Ein Stern ist aufgegangen. Oh nein. Willkommen. Aber dein Outfit und überhaupt, nun ja. Dann lassen wir erstmal Taten sprechen. Gehen wir erstmal hier auf Einstellungen, oder? Nein, hallo, Einstellungen. Hier gibt es viel zu erleben. Leg los, klicke auf die Missionsübersicht. Ja, schön, das ist wie, ja, wie soll ich sagen, wie bei Hero Zero auch. Das ist ein anderes Spiel, da spiele ich auch Hintergrundgeräusche, Benachrichtigungen, Chatnachricht, nein. Ich will eigentlich... Machen wir Sound einfach mal generell runter. Es ist mir sonst ziemlich nervig. Klicke auf den Stern und starte deine erste Mission. Ja, wir klicken mal. 5 Scheine kriegen wir. Das sieht aber wie mehr 5 Scheine aus. 1 Energie, 1 Minute, 226 Erfahrung. Ja, das kann man theoretisch sofort beendigen, wenn man... Okay, das sollen wir sogar machen. Die hätte ich jetzt ehrlich ungern für eine Minute ausgegeben. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Mission erledigt. Yes, wir haben es geschafft, Alter, wir sind die Pros. Die gewonnene Erfahrung erlaubt dir höhere Spielstufen und einen besseren Ruf zu erreichen. Natürlich kommst du auch etwas Kleingeld bei herum. Ja, natürlich. Oh, und wir sind auch schon Stufe 2. Oh, und wir behalten natürlich ein paar Punkte. Oh, das ist aber ein bisschen klein gemacht. Also im Verhältnis von anderen sind die Zahlen hier ganz schön klein im Gegensatz zu diesen Möpsen. Entschuldigung, diesen, ja, wir nehmen Stärke. Fähigkeiten. Klasse, deine Fähigkeiten haben dich verbessert. Haben sich verbessert. Oh, Entschuldigung, ich verbessere mich auch noch immer die ganze Zeit. Damit stehst du im Kampf nun besser da. Bezweifle ich. Ich bin ja immer noch nackt. Wie soll ich denn da besser dastehen? Sexshop. Hallo. Oh, Sportjacke. Oh ja, die sieht gut aus. Die bekleidet sehr viel. Sehr, sehr viel hier, wenn man sich so das anguckt. Auf jeden Fall. Uhu. Ja, natürlich. Duelle. Wir dürfen uns duellieren. Aniko. Sollen wir angreifen? Okay, greifen wir an. Wow, die hat ja auch so viel an. Aber das ist unheimlich, dass sie die gleichen Dessous, also Unterwäsche und sowas tragen. Ist ja ganz lustig. Wir überspringen das Ganze mal. Ach so. Aha. Ich bin kurzzeitig anscheinend stärker geworden als sie. Weil ich zwar ziemlich für unwahrscheinlich, aber gut. So, bla bla bla. Ich will erstmal hier eine Mission starten, bevor die weiter labert. Sonst dauert das nachher noch so immens lange einfach. Ja, dann machen wir einfach mal das hier einfach, einfach. Auf OK drücken. Das zweite Mal. Aha, aha. Gegenstand, bla bla bla.
Erledigt? Nö. Okay. Ja, klick hier für weitere Informationen. Ja, ich hätte das Ganze gerne, aber gut. Das klickt hier wie sonst was. Ah, man kann arbeiten gehen. Du verdienst aktuell 9 Scheine die Stunde. Soll das wahrscheinlich heißen. Arbeit beendet. Ich fahre arbeiten? Das ist mir jetzt aber neu. Okay. Gucken wir mal das zweite Mal. Was sollten wir eigentlich dafür machen? Schwing deinen Mauszeiger auf die Karte und such dir eine der 3 Missionen aus. Vergleiche sie vorher, denn nicht nur die Aufgaben, sondern auch die Belohnungen sind unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, das ist hier von den gleichen Machern hier. Das ist doch von den gleichen Machern, oder? Wie von Hero Zero? Ich komme mir vor, als wenn sogar die Texte gleich sind. Also 181 Edelsteine, Energie, Scheinchen. Oh. Dein Studio. Dein Studio ist doch. Es ist doch langweilig, auf Dauer immer nur alleine Filme zu produzieren. Ich ahne Schreckliches. Schaffe Abhilfe und gründe dein eigenes Studio oder treffe ein bestehendes Studio bei. Viele Studios und Studiosucher, Spieler stellen sich in Big Bang Empire. Nicht Bang. Big Bang Empire. So. Forum vor. Studio gründen, Studio suchen. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich lasse es lieber mal. Bangbus. Ficken oder was? Ey, was sind das hier für Namen? Auch wenn das so ein Spiel ist, aber. Sehr krass, sehr krass, sehr krass. Sexy 5. Ja, warum Sexy 5? Weil Sexy 1, 2, 3 und 4 schon vergeben sind, wahrscheinlich. Entschuldigung, sehr einfallsreich, die Leute. Gucken wir mal. Ey, sind alle stärker. Das ist ja schade hier. Oh, die könnten wir versuchen. Angreifen. Oh, ihn. Verzeihung. Ihn. Versuchen. Aber Scheinchen sind nicht wirklich. Oh. Trägst du ein Outfit, so sind deine Bekleidungsstücke nicht sichtbar. Wie? Minus 2. Oh, das ist aber doof. Das heißt, das müssten wir verkaufen, weil es schlechter ist. Sexshop. Hier, komm, hier. Weg. Verkaufen. Kann man gleich rüberziehen, nicht lange fackeln oder so. Einfach weg damit. Hier mal schöne Schuhe. Was haben wir hier noch? Oh ja, das passt auch noch super dazu. Haben wir 100, haben wir noch. Kommt schon, was ist das? Oh, Handschellen. Ein Piercing. Oberlippen-Piercing. Donner heißt das. Okay, sieht man nicht wirklich, aber gut. Eine schicke Kette. Oh, wie dumm. Ja, und ein Ring. So, jetzt sind wir aber auch fast pleite, aber wir können trotzdem noch eine Mütze kaufen. Was haben wir hier noch? Ein Gürtel. Kostet 10. Okay, kaufen wir auch direkt mal. Schadet nicht, komplett ausgestattet zu sein. Oh, ja gut, jetzt kriegen wir Sachen. Wahrscheinlich, weil wir bestimmte Mengen gekauft haben. Alles hier, jo. Oh, Mann. Die Hälfte kann ich schon wieder verkaufen, wa? Okay, das ist schlechter. Das ist besser. Ja, sieht nicht ganz so wirklich schön. Die Sachen sind also schlechter, also keine Sorge. Ich habe doch nicht Geld ausgegeben für nichts. Zack, weg damit. Das hier ist für meine Waffe sozusagen. Wurfwaffe, so was man so werfen kann. Das heißt, das geht aber nicht. Der Pfeil sieht sehr lustig aus. Yay, Stufe 3 schon erreicht. Sehr schön. Belohnung bekommen, die nächste Belohnung bekommen, die nächste Belohnung bekommen. Und Stufe 4. Wow, das geht echt schnell, Leute. Okay, gut. Gucken wir mal. Die Mütze ist schlechter, also verkaufen. 10 Scheine kriegen wir dafür. Wir können hier hochkaufen, beziehungsweise hochsetzen und hochkaufen können wir auch. Machen wir erstmal Grundding, dass man hier erstmal ein bisschen was hat. So. Damit es 7 immer alles kostet, haben wir schon mal ganz guten Schub. Und dann können wir jetzt mal nach den Duellen gucken. Den könnten wir versuchen. Hat geklappt. Stufe 5 und wir sind besser. Wuhu.
Okay, was können wir noch mal hier? Nochmal die Dünen hier. Die hier, das hier. Oh. Hat die gerade so einen schwarzen Balken? So, als wenn man das nicht sehen dürfte oder so. Das ist interessant. Das muss ich mir nachher in der Aufnahme nochmal angucken. Das war jetzt echt lustig. Gucken wir hier nochmal. Ganz knapp gewonnen. Oh, ist aber da schon höher. Okay. Okay, today. Da haben wir schon wieder Sachen erledigt. Ach du Heiland, das geht ja ab hier. Schon wieder vier Sachen zum Abholen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, gucken wir mal. Das ist schlechter. Das ist definitiv besser. Ja, aber nicht wieder hübscher oder so. Okay, und einen besseren Ring. Ups. Mit einem Dollarzeichen drauf. Oh, ist ja geil. Der gefällt mir wirklich. So, und das nächste. Hier noch ein Teil. Oh, super. Hey, ich komme ja gar nicht hier zum Verkaufen. Das ist theoretisch besser. Echt jetzt? Na gut. Nehmen wir auch. Wenn es besser ist. So, das ist auch besser. Das war auch. So. Noch wieder ein bisschen Kohle gekriegt. Ein bisschen gestiegen an allem. Also am Start kann man sehr schnell hier wirklich vorankommen, wenn man nicht vergisst, hier das nächste einzusetzen. Das sind aber vier, oder nicht? Das ist schlechter. Die sind nicht, sie bringen nichts. Ah, aber hier gibt es ganz, ganz viel für 7 Minuten. Wir haben ja nicht vor, lange zu spielen, das Spiel. Ich zocke es nur, um euch dann mal die Spielvorstellung mäßig das eben halt zu zeigen. Also es gibt also dieses Spiel hier. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Juna LP, gratuliere zum Abschluss des Tutorials. Dankeschön. Dankeschön. Danke, liebes Team. Sehr, sehr gern. Facebook-Seite haben sie auch. Okay. Ja, wer hat heutzutage keine Facebook-Seite? Na, okay. Hier haben wir schon wieder das nächste. Okay, ist nicht schlecht. Ja, allgemein zum Spiel. Es ähnelt sehr krass. Es ist fast genauso. Eben halt aber auf Aerogotatic-Seite statt Superhelden-Seite wie Hero Zero. Hero Zero selber spiele ich auch. Als Let's Play allerdings, nicht als Spielevorstellung. Und da könnt ihr auch ruhig mal vorbeischauen. Ich selber muss sagen, das hier ist echt krass mit der Größenunterschied von was alles ist. Hier, die Zahlen sind recht klein und sowas alles, also kleiner gemacht, obwohl man ja ein bisschen mehr Platz hat noch. Also man hätte ruhig ein bisschen hier was mit der Größe machen können. Man hat da, was haben wir denn hier? Ein Arbeitsbooster haben wir gekriegt. Oh, schön. Missionsbooster haben wir auf die Hälfte. Dann Fertigkeitenbooster, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Kaufen wir trotzdem mal ein. So, wir pushen uns nochmal kurz. Nochmal ein bisschen nach oben. Was wäre denn noch gut? Hier Stärke nochmal hier ordentlich hoch. Ups, noch 3. Ja, kostet gar nichts mehr. So, hier haben wir das nächste schon wieder. Zack, nochmal hier. Zack, zack, zack. Das geht ja alles wahnsinnig schnell. Dann gucken wir nochmal nach was Kurzem hier. Den könnten wir verkaufen, aber das bringt uns nicht wirklich viel. Das machen wir. Verkürzen wir. Zack. Stufe 6. Hey, Juna LP. Gefällt dir Big Bang Empire? Dann nimm dir doch einen Augenblick Zeit, die App zu bewerten. Vielen Dank für deinen Support. Wir bewerten es nicht, weil ich nicht übers Handy spiele oder so, sondern über den Computer. Und ich möchte keine extra Seiten oder so jetzt mehr öffnen lassen. Das stört mich viel mehr. So, Fertigkeiten, blablabla, Fertigkeiten hier, zack. Oh, du hast einen neuen Titel. Fertig, freigeschaltet. Scheiße, ist das klein. Klicke auf den Namen, um in die Auswahl zu kommen. Oh, ein freigeschaltet. Läuft und läuft und läuft. Was für ein Titel. Es läuft. Auf jeden Fall. So. Okay. Was haben wir denn hier? Was sollten wir am besten noch? Ein bisschen Geschick. Hier einmal hoch noch. Dann das noch einmal hoch. Kann ich mir irgendwas nochmal leisten hier? Sieht nicht so danach aus. Nee, okay. Gut, wir haben hier immer noch frei, immer noch frei, immer noch frei. Okay, wir versuchen den einfach mal. Zack,
verkürzen den. Frage ist, ob wir es jetzt schaffen. 7. Sieht gut aus. Auch wenn das Kämpfen ziemlich komisch aussieht. Neue Stufe Erfolg. Ja, auf 7. Wahnsinn. Das auf jeden Fall hoch und Stärke dann immer weiter hoch. Und das nächste fertiggestellt. Oh, wir haben wieder Diamanten gekriegt. Ist das toll. So, das nächste. Nicht wirklich gut, aber nehmen wir das einfach mal. Oh, wir dürfen doch mal kämpfen wieder. Mit einem Muskelpaket, der glaubt, dass seine Armmuskulatur so geil ist. Guckt euch das mal an. Und oh, mit einem Kreuz. Ich weiß nicht, wie das immer zusammenhängt oder so. Gut, dann haben wir nochmal ein Muskelpaket hier. Legen wir direkt wieder los. Und wir haben immer noch Energie. So, verkürzen wir auch noch mal kurz. Okay, oh, da haben wir sogar einen Diamanten wiedergekriegt. Oh, Stufe 8 jetzt schon. Du erhältst 8 Fertigkeitspunkte. 2. Entschuldigung. 2. Das wäre schön. So, du hast genügend Erfahrung gesammelt, um deinen ersten eigenen Film zu drehen. Leg los. Ich will aber erst erhöhen. Filme! Mit einem heißen Pornofilm kannst du dir jede Menge Fans verdienen. Wähle einen Film aus dem Angebot aus und sammle über die zugehörigen Aufgaben Filmpunkte. Jede Aufgabe kostet Filmenergie, die dich stetig wieder auffüllt. Wortspiel beabsichtigt. Je mehr Filmpunkte du vor dem Ende der Dreharbeiten sammelst, desto hochwertiger wird deine Produktion. Holst du alles aus deinem Film heraus, nimmt deine Streifen an der Abstimmung. Was? Streifen an der Abstimmung für die Big Bang Awards teil. Oh, du Heiland. 30 Sekunden. Belohnung. Erster Stern. nehmen wir mal das kürzeste hier. Aufgaben, Fertigkeitsaufgaben, Aufgabe, Kampfaufgabe. Auf jeden Fall, was da so abhängt, sehr geil. Naja. Überspringen wir das Ganze mal. Zack, weiter geht's. Der Filmtitel. Hier kannst du den Titel deiner Filme wechseln. Begierige Dominas von allen begehrt. Okay. Überspringen und gewonnen. Schön, schön. Den haben wir auch erledigt. Wir haben ja gut vorgeskillt, deswegen ist das ganz gut. Cover Layout. Oh. Okay, so sieht's besser aus. Sieht aber immer noch so aus, ist ja lustig. Wir springen, bla bla, Stufe 9. Wow. Okay, wir haben keine Energie mehr. Oh, schade. Okay, wir haben einen weiteren Booster bekommen, den können wir aber nicht einsetzen, das ist schade. Jetzt kann ich endlich hier mal hinsetzen hier. So, jetzt sind wir noch stärker. Jetzt blinkt das da die ganze Zeit. Irritierend. 1, 2, 3, 4. Starten wir das mal sofort, Ben. Yay, erfolgreich. Sehr schön. Okay, was gibt denn noch mehr? Das ist gut. Das beenden wir auch mal ganz schnell. Weil wir haben ja nicht ganz so viel Zeit. Ich würde das ja nicht die ganze Zeit laufen lassen. Deine Belohnung. 50 Diamanten. Schön. Wuff. Waffen freigeschaltet. Ey, cool. Jetzt können wir die an... Oh, 10. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt haben wir eine Wurfwaffe. Gebrauchtes Samtkissen. Oh.
Unheimliches Spiel, Leute. Oh, neues Gebiet, ist ja schön. Und sofort wieder Ben. Yay. Das ist nicht so wirklich gut. Okay, nehmen wir das. Okay, guck mal. Klicken wir hier mal da. So. Stufe 11. Der Hammer. Wir sind schon Stufe 11. Das geht viel zu schnell. Kann mal einer eben hier so Stop machen? Okay, nehmen wir das. Drei Fertigkeitsfertigkeiten. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Und ein Gegenstand. Oh, gucken wir doch mal. Was ist das denn? Plus 32. Ich muss das mal kurz aussehen. Dann sieht man. Ja, das ist doch eine schöne enge Hose. Das ist doch gut. So, dann. Das hängt noch hinterher. Dann weiter Kraft hoch pushen. Oh, wir haben schon über 600 Scheinchen. Wir sind viel zu reich hier. Mal schnell hier hoch. So. Wo ist noch irgendwas unter? Jo, hier. So, schön. Das ist doch schön hier. Das ist doch klasse. Mann, am ersten Tag schon. Elftes Level. Gebiet 3 kann in Stufe 30 freigeschaltet werden. Das ist doch cool. So, wie viel wir ausgegeben haben am einen Tag. Das ist der Wahnsinn. Oh, neue Schuhe. Das klingt jetzt nicht so, als wäre ich, stehe ich auf Schuhe oder so, aber ey, die passen doch definitiv besser dazu, oder? Definitiv. Also ich bin keine Person, die ganz viele Schuhe oder so hat. Nicht, dass ihr das jetzt erdenkt. Neue Waren. Oh, wir sind ja arm. Wir müssen Quests machen. Wie viel Energie haben wir noch? 8. Hier kriegen wir 114 sofort beenden. Ich bin mal gespannt. Könnte ich. Gesundheit. So, dann haben wir das nächste hier. Und nochmal Fertigkeit. Oh, das ist ja der Hammer hier. Hier müssen wir wieder nachlegen. Geht gar nicht anders. So, was haben wir denn hier oben? Oh. Das ist sogar noch besser angeblich. Ui. Ja, das ist definitiv besser. Das zeigt man nicht so viel Haut. Ich weiß. Vielleicht nicht ganz so der Hit für euch. Gucken wir mal. 58. Bringt aber plus 20. Also weg damit. So, was haben wir hier als nächstes? Kostet 85. Wir haben nur 23. Klappt leider nicht. Pro Tag so und so viel ausgeben. Das ist doch gut. Das kriegen wir hin. Ausgeben schnell geht immer. So, jetzt müssen wir irgendwas mit 4 oder weniger haben. Hier haben wir nichts. Das heißt, wir müssen nochmal auf die Weltkarte und nochmal dorthin zurückspringen. Wir brauchen irgendwas mit 4 oder weniger. 4 oder weniger. Bingo. Gefunden. Erledigt. Besiegt. Haben wir hier nochmal was zugekriegt? Nö, natürlich nicht. So, jetzt nochmal nach Hause gehen. Gucken. Duelle können wir nochmal führen. Mit. Die sind doch ein bisschen stärker schon, ne? So, den nehmen wir nochmal hier. Die Cori. Haben wir jetzt leider verloren mal. Aber 3 Scheinchen trotzdem bekommen. Also kriegt man trotzdem noch was. Hier geht man theoretisch arbeiten. Beziehungsweise man kann sich dann hier die Scheinchen immer wieder abholen nach einer bestimmten Zeit. Da muss man anscheinend nicht wie bei Hero Zero zum Beispiel die Leiste führen. Ich will 24 Stunden arbeiten gehen. Das kann man Gott sei Dank jederzeit abbrechen. Aber hier kann man jederzeit das einfach abholen. Das finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Also das ist, finde ich, sogar ein bisschen besser als bei Hero Zero. Wir brauchen irgendwas mit 3 Energie. Noch 5 Energie haben wir. Hier, das braucht 8, 3 und 4. Das hier gibt viel, viel mehr. Wo es überspringen. Zack, fertig. Zwar missglückt, aber egal. Mit 2 haben wir jetzt nichts gekriegt. Nein, nee, 3 haben wir, das Minimum.
Leider. Aber das ist gar nicht so schlimm. Zum Spiel selber sehr cool gemacht alles. Und ich denke, jetzt haben wir genug gespielt, um zu sagen, wie wir das Spiel finden. Also ich finde es sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, es ist nicht mein Spiel. Also sowas spiele ich jetzt eigentlich nicht so. Da stehe ich lieber auf Hero Zero. Da ist ein Kaffer. Da ist irgend so ein Schatten. Da guckt auch einer, der liest einfach nur ein... Ach, ja. Ah, wegen dem Fahrrad und dem... Ja, okay, okay. Hat der da irgendwas in der Hand? Eine Leine oder so? Ich sehe das gar nicht. Das ist leider im Weg. Auf jeden Fall muss ich sagen, interessant. Der Aufbau ist gleich wie Hero Zero. Wenn ihr mehr auf Erotik steht, dann ist das für euch dann. Ansonsten geht zum Superheldenspiel zu Hero Zero. Und testet das mal aus. Wie findet ihr das Spiel hier? Würdet ihr sowas spielen? Macht euch sowas Spaß oder so? Oder findet ihr das einfach nur lustig hier mit Riesendildos und sowas alles? Also ich finde, ich finde es zum Lachen, aber zum Spielen ist es nichts für mich. Es ist gratis bei Steam erhältlich. Einfach mal Big Bang Empire eingeben. Und dann findet ihr das sicherlich auch ganz, ganz schnell. Und dann würde ich sagen, das war die Spielevorstellung. Mehr Informationen unten in der Infobox. Ansonsten einfach meinen Kanal abonnieren. Ich bringe jeden Samstag ab sofort ein neues Spiel, beziehungsweise ein altes oder ein neues Spiel, je nachdem, was ich so finde und interessant finde oder mal Lust habe, drauf zu spielen. Einfach mal jeden Samstag vorbeischauen. Immer wieder ein neues Spiel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.